Einstein sagte einst, wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Wir wissen nicht, ob diese Vermutung zutreffen wird, doch eins ist sicher. Das Bienensterben hat bereits begonnen. Durch Monokulturen, Krankheiten und Einsatz von Pflanzengiften, sogenannten Pestiziden, wird der Biene das Leben schwer gemacht. Sind die Bienen also Opfer des menschlichen Konsumverhaltens? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir uns zur Freien Universität Berlin begeben. Dort sind wir mit Herrn Dr. Benedikt Polacek verabredet. Sein Fachgebiet ist die Bienenzüchterei. An der FU bildet er Imker aus. An dieser Universität wurde auch die Kommunikationsform der Bienen, der Schwänzetanz, von Karl von Frisch erforscht. Zuerst einmal führte er uns in den Bienengarten und zeigte uns ein paar seiner Bienenstöcke. Unsere erste Frage war, in welchen Jahren das Bienensterben begonnen hat. Das bedeutet, diese schnellste und größte Bienensterben, oder besser gesagt Völkerschwund, war zwischen 1993 und 2006. Da haben wir in Deutschland über 50% Bienenvölker verloren. Die Imker in der Stadt haben viel kleinere Völkerverluste als am Lande. Und das soll eigentlich uns, oder das zeigt uns deutlich, dass bei Völkersterben großer Einfluss Landwirtschaft hat. Die Landwirtschaft hat also einen großen Einfluss auf das Leben der Biene. Das liegt vor allem daran, dass einseitige Kulturen wie Mais oder Baumwolle die Landschaft dominieren. Das Nahrungsangebot beschränkt sich auf 1 oder 2 Pflanzenarten. Durch dieses begrenzte Nahrungsangebot nimmt die Biene weniger Stoffe auf, die das Immunsystem unterstützen. So ist sie anfälliger für Krankheiten und Parasiten. Viele Faktoren, aber ich sage, auf diese erste Stelle, warum die Bienen sterben, da stelle ich immer Varroa-Milbe. Das sind diese Parasiten, die wir vor ungefähr 30 Jahren aus Asien bekommen haben. Aber was genau ist für das Bienensterben verantwortlich? An erster Stelle stehen Milben und Parasiten. Milben schwächen die Biene und verstümmeln ihre Brut. So können ganze Völker ausgerottet werden. Ein anderes Beispiel ist die amerikanische Fallbrut, bei der der Parasit ausschließlich die Brut befällt. Die Sporen werden von den Bienenmaden mit dem Futter aufgenommen. Während sich die Bakterien in der Larve vermehren, töten sie diese ab. Sehr schnell. Dann war noch andere Frage, was ist noch als Verursacher? Auf gleicher Ebene stelle ich chemische Mittel. Egal, wer die Mittel reinbringt, ob das der Imker ist, als Varroa-Bekämpfungsmittel oder andere Mittel. Großes Problem ist der Einsatz von Pestiziden und Insektiziden. Diese Mittel werden benutzt, um die Pflanzen vor Krankheiten und Insekten zu schützen. Die Bienen, die die Pflanzen bestäuben, sind diesen Chemikalien ständig ausgesetzt. In Baden-Württemberg zum Beispiel starben im Frühsommer 2008 rund 11.500 Bienenvölker, weil der dort großflächig ausgesäte Mais mit einem todbringenden Insektizid der Firma Bayer Crop Science gebeizt war. Das angewendete Insektizid war Clothianidin. Wenn die Bienen mit Clothianidin in Berührung kommen, finden sie nach ihrem Sammelflug nicht mehr zu ihrem Stock zurück. Außerdem wird ihre Lernfähigkeit sowie ihr Geruchsgedächtnis beeinträchtigt. Eine andere Nebenwirkung von Pestiziden ist, dass die Entwicklung von Brut und Königin gestört wird. Zum Thema Glyphosat. Das ist eigentlich Wundermittel in der ganzen Welt. Ja, was hören wir jetzt immer öfter? Gerade die Abbauprodukte von dieser Glyphosat, von dieser Roundup, so heißt diese Wundermittel, was alle kaufen, auch die Gärtner, auch die Leute, die beispielsweise kein Unkraut im Garten haben wollen oder rum um Kindergarten, und das ist das Schlimmste, sie kaufen und vernichten diese alle Pflanze, die sie nicht haben wollen. Und da müssen wir in diese Richtung gehen. Ich bin überzeugt, dass Roundup ist verantwortlich für Bienensterben in den Städten.
Jetzt hatten wir genügend über die Gründe für das Bienensterben von Herrn Dr. Polacek erfahren und nun wollten wir etwas über Lösungsvorschläge herausfinden. Deshalb besuchen wir Wolfgang Friedrichowitz im Botanischen Garten Berlin. Er ist Vorsitzender des Imkervereins Steglitz. Weil wir schon immer mal sehen wollten, wie es im Inneren eines Bienenstocks aussieht, öffnet er einen und zeigt uns ein paar Bienenwaben. Wir stellten ihm die Frage, welche Lösungsvorschläge es für das Problem Bienensterben gibt. Lösen durch Zusammenarbeit. Wenn ein Bauer spritzt, dann muss der Imker das wissen. Und der Bauer muss natürlich auch wissen, was er spritzt. Das weiß er vielfach nicht. Er hat dann auch gar keine Zeit, sich da sachkundig zu machen. Die Ausbildung ist manchmal sehr gut, aber meistens eben weniger gut. Der Bauer muss dann spritzen, wenn er überzeugt ist, dass die Bienen nicht betroffen werden. Die Bienen sterben zwar auch, weil es neue Krankheiten ohne Bekämpfungsmittel gibt, aber auch durch die gewinnorientierte Industrie und die Konsumenten, die wenig Geld für ihren Honig ausgeben wollen. Wir sollten mehr darauf achten, woher der Honig kommt, den wir kaufen, und uns mehr um unsere Umwelt kümmern. Wenn es die Bienen nicht mehr gäbe, müssten wir wahrscheinlich genmanipulierte Nahrung zu uns nehmen oder ganz auf den Geschmack von Honig verzichten. Es ist an der Zeit, die Biene vor dem Aussterben zu beschützen. Denn wir sind auf die Bienen und ihre Arbeit angewiesen.